Ihnen zu dem Thema Alliierten ein? Gute Frage, da habe ich mich selber noch nicht so beschäftigt damit. Ich weiß halt, dass es mehrere Alliierten gibt und dass die halt gegen die Deutschen dann gewonnen haben. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich denke schon, dass das wichtig war. Ich denke auch, dass das wichtig war für die Deutschen, einfach um zu begreifen, dass das, was damals im Krieg passiert ist, absolut Unrecht war und somit eigentlich wieder Ordnung hergestellt wurde und die Deutschen wieder an ihr Gewissen erinnert wurden. Alliierte bedeutet Verbündete. Und die Alliierten in unserem Museum, in unserem Verständnis, sind die Westmächte. Das sind also die Franzosen, Briten und die Amerikaner. Ursprünglich ist es aber so gewesen, dass man unter den Alliierten die Kriegsverbündeten des Zweiten Weltkriegs, also die Anti-Hitler-Koalition, verstanden hat und dort dann letztendlich federführend die Sowjetunion, die USA und Großbritannien. Frankreich kam, nachdem Frankreich befreit wurde, wurde aufgenommen in diesen Kreis der Alliierten. Und dann waren natürlich an der Befreiung Europas und auch Deutschlands in diesem alliierten Bündnis auch noch kanadische Truppen beispielsweise oder polnische Truppen beteiligt. Das Alliiertenmuseum befindet sich hier in der Clayallee in Zehlendorf, weil dieses ein historischer Ort ist. Wir befinden uns hier im Herzen des ehemaligen amerikanischen Sektors. Die beiden Gebäude, die das Museum nutzt, sind ein ehemaliges amerikanisches Soldatenkino und eine ehemalige amerikanische Bibliothek. Und nicht unweit, also in unmittelbarer Nachbarschaft, befindet sich das ehemalige amerikanische Hauptquartier. Da ist heute die Visa-Abteilung der amerikanischen Botschaft untergebracht. Und außerdem gab es hier rund um unser Museumsgelände Wohngebäude für die amerikanischen Soldaten und ihre Familien. Und außerdem gab es auch ein Versorgungszentrum mit einem Supermarkt, mit Sporteinrichtungen, einer Kapelle, die auch heute noch existiert. Also wirklich das Herz des amerikanischen Sektors befindet sich hier und deswegen befindet sich auch das Alliiertenmuseum an diesem Ort. Die amerikanischen Truppen hier in Zehlendorf haben den Bezirk auch städtebaulich geprägt. Sie haben aber auch die Bevölkerung hier geprägt. Also auf dieser ganz lokalen Ebene gab es, auch wenn das zunächst, also in den unmittelbaren Monaten nach dem Kriegsende im Mai 1945, gab es zwar ein Fraternisierungsverbot, ein Verbrüderungsverbot, das heißt, die alliierten Soldaten durften keinerlei Kontakt aufnehmen mit der deutschen Bevölkerung, auch nicht mit den Kindern. Doch als dieses dann, weil es einfach nicht praktikabel war, nach und nach aufgehoben wurde, haben sich vielfältige Beziehungen entwickelt in der Freizeit. Also die Amerikaner hatten hier ihre Clubs, haben ihre Musik hier mit hergebracht nach Berlin, nach Deutschland. Man hat sich getroffen und auch nach diesem Kriegsende auch gemeinsam gefeiert, also und sich kennengelernt. Man hat sich am Arbeitsplatz kennengelernt. Viele Berliner und Berlinerinnen wurden eingestellt von den amerikanischen Streitkräften. Dieses Museum oder eine erste Ausstellung des Alliiertenmuseums, das sich in Gründung befand, wurde 1994 gezeigt, als die alliierten Streitkräfte Berlin verlassen haben, 4 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Die Idee dafür ist 1993 entstanden. Da gab es Wissenschaftler im Deutschen Historischen Museum, das befindet sich heute unter den Linden in Berlin-Mitte. Die hatten diese Idee, dass jetzt hier in Berlin ein Stück Geschichte zu Ende geht. Das erleben sie live mit. Die Alliierten fingen an, ihre Koffer zu packen, um Berlin dann 1994 zu verlassen. Und ihr Wunsch war es, diese Geschichte, die nun auch ein friedliches Ende genommen hat, zu dokumentieren, Objekte zu sammeln, solange sie noch hier in Berlin vor Ort waren und damit dann auch in einer Ausstellung diese Geschichte zu präsentieren. Das war, wie gesagt, 1994 zum ersten Mal der Fall. Und die Dauerausstellung des Museums wurde 1998 zum 50. Jahrestag der Berliner Luftbrücke eröffnet.
Das ist noch nicht entschieden, dass wir wirklich in den Flughafen Tempelhof ziehen werden. Das ist im Gespräch schon seit vielen Jahren. Es gibt immer noch keine finale Entscheidung. Tempelhof ist auch ein historischer Ort. Der hat auch etwas mit der amerikanischen Geschichte und auch der Alliiertengeschichte zu tun. Es ist ein wichtiger Ort für die Luftbrücke gewesen. Das ist ein Grund, aber der Hauptgrund ist der, dass wir hier nicht ausreichend Platz haben. Wir haben nur zwei Ausstellungsgebäude, in denen wir kleine Objekte zeigen. Wir haben aber eben auch diese großen Objekte, so wie dieses Flugzeug, wie unser Eisenbahnwaggon, wie der Checkpoint Charlie, der letzte Container aus der Friedrichstraße vom Checkpoint Charlie. Und noch viele, viele, noch viel mehr Großobjekte. Und die stehen zurzeit schon in einer Halle, die man aber so kaum besichtigen kann, im Flughafen Tempelhof. Und um diese Objekte geschützt zu zeigen, das heißt also, dass sie, hier gehen sie kaputt, hier sind sie Wind und Wetter ausgesetzt. Es regnet hier rein in dieses Flugzeug ständig. Wir haben mit Feuchtigkeit zu kämpfen, wir haben mit Schimmel zu kämpfen. Und um diese Probleme zu beheben und diese Objekte zu bewahren, auch noch für die nächsten Generationen, wünschen wir uns einen geschützten Ort für diese Objekte, damit wir sie geschützt zeigen können, damit wir auch viel mehr zeigen können als das, was wir hier in der Clay Alley zeigen können. Und deswegen ist es unser Wunsch, nach Tempelhof zu ziehen, sowohl wir uns hier auch in Zehlendorf fühlen. Die Geschichte der Alliierten in Berlin und in Deutschland ist eine Geschichte, die ein gutes Ende gehabt hat und die einen für letztendlich in die deutsche Wiedervereinigung mündete. Und das ohne dass auf jeden Fall in Deutschland und in Berlin es zu einem weiteren Konflikt gekommen ist. Also wenn wir heute über friedliches Konfliktmanagement reden, dann ist die Geschichte der Alliierten in Deutschland eine ganz wichtige Geschichte, die man sich näher anschauen sollte. My name is Charles Bloom. I was a history teacher at Berlin American High School for 25 years, and every day there was exciting for me. I've always felt as though teaching is like show business. You have to be on, so to speak, every day to excite the students for the subject matter, and thus it was exciting for me. When I graduated from high school, I volunteered for the United States Army, and I was sent to Germany in 1955, and I enjoyed every minute that I was in Germany, stationed here. The beer always tasted good, and I was always told by other older soldiers the place to be stationed was Germany. Anyway, since that time, I always wanted to get back to Europe somehow. Fortunately, I met my wife in New York, who happened to be a German national who lived in Berlin. And that gave me the opportunity to come back in 1969. Berlin High School was very unique. It was the only school in the entire Department of Defense Defendant School System that was behind the Iron Curtain. Berlin American High School was a typical American high school. We had all the extracurricular activities as in USA. We had the same classes. But what made it exciting was that, again, we were the only school, American school, behind the Iron Curtain. And that made everybody feel a bit unique. And we realized how important it was being here in Berlin and what we call the Outpost of Freedom. And we also had a lot of relationships with the German community. Our host nation teacher brought students from other schools to visit our school, see how our classes were run. We, in turn, sent students to German schools through our host nation teacher, Mr. Priege. And that was, so we had a good relationship with the German community. And everybody knew why we were here. I was at Berlin American High School for 25 years afterwards until the school closed down, which was a happy day in one way. For Germany, that the Allies were leaving, that everything was settled, but also a sad day that our school was closing.